Auf Patrouille gehen? Nee, auf Patrouille gehen will ich eigentlich gerade noch gar nicht. Dann werde ich doch mal mit der Polizeipräsidentin reden. Die kennen wir auch noch gar nicht. Stellen wir uns mal fröhlich vor. Sollten wir ihren Dreck wegräumen? Ich glaube nicht, ne? Mit Kollegen über Theorien zum Fall diskutieren. Ja, es ist schön, dass wir gerade keinen Fall haben. Julie, was machst du eigentlich? Ach so. Ah, du hast wieder keinen Spaß, ne? Ja, hallo, ich wollte mich mal vorstellen. Stellst du dich jetzt auch vor? Ja, hi, also ich bin Julie da Silva. Ja, ich arbeite schon eine ganze Zeit hier und ich bin ein bisschen irre, wie du siehst. Die interessiert sich voll nicht dafür. Arbeitsmoral beleidigen? Nein. Nach Tag fragen? Was haben wir noch mit Besitztümern prallen? Nein. Kennenlernen? Von Lösung bis Fall schwärmen? Ah, ich weiß nicht. Wir können ja mal schauen, wie das wird. Oh. Oh, sie ist romantisch. Na dann. Ja gut, ihr scheint euch ja zu verstehen, ne? Letzte Episode verderben. Dramatische Geschichte. Ach, da ist es mit dem Polizeipräsidenten reden. Mensch. Ja, wir verstehen uns, ne? Vielleicht liegt das daran, dass wir beide so rötliche Haare haben. Ja, gut, jetzt weiß ich nicht wirklich, was ich sagen soll. Hören Sie mir überhaupt zu? Sie sind da so wild am Tippen und klicken da irgendwelche komischen Roboter an. Ja, sie hören mir gar nicht zu, ne? Ja, ist egal, so ist das halt mit dem Chef. Ja, ich mache meine Arbeit sowieso nicht sorgfältig. Ja gut, ich gehe da mal weg, ne? Tschüss. Einen Fall zugewiesen bekommen. Sehr gerne. Fallzuweisung erhalten, dann kannst du aufhören, da zu quatschen. Ich meine, das bringt eh nichts. Die Alte interessiert sich sowieso überhaupt nicht dafür, was wir hier sagen. Wer bist du denn schon wieder? Axel Weißhaupt. Sag mal, sind die wieder gealtert hier? Die sind doch wieder alle gealtert. Stopp, stopp, stopp. Wen haben wir hier so? Wer bist du? Wer bist du, Mirko? Mirko Steffens, noch nie gesehen. Sag mal, sind die wieder gealtert? Das kann doch nicht sein. Ich muss mal eben ganz kurz in die Optionen reingucken. Ich habe Angst, dass sie wieder altern. Gameplay, automatisches Altern, nein. Automatisches Altern von ungespielten Sims ist auch aus. Warum sind die plötzlich alle so alt? Wenn wir gerade schon mal dabei sind, kann ich mir eben speichern. Was ist da los, dass die so alt sind? Warum bist du angespannt? Braucht Vergnügen. Oh nein, das Ding ist kaputt. Julie, ganz ehrlich, du brauchst kein Vergnügen. Du brauchst hier einen Fall. Oh, es ist gerade, glaube ich, noch irgendwo was kaputt gegangen. Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist irgendwo was kaputt gegangen. Fallakte anlegen, natürlich. Vielleicht sollten wir doch ein bisschen mit dem Handy spielen oder so. Junger Erwachsener? Mit den Haaren ist der ein junger Erwachsener? Senior. Du bist auch Seniorin. Naja, gut. So, zu Tatort reisen, das könnten wir mal tun. Hinweise hinzufügen, sie hat doch jetzt gar keine. Sie hat doch überhaupt keine Hinweise jetzt. Das ist manchmal so unlogisch, ne? Naja. Hat er herausgefunden, dass die Verdachtsperson weiblich ist? Worum geht's jetzt überhaupt? Ich habe keine Ahnung, ich versuche das gerade nochmal. Neuen Hinweis zu ableiten. Wir waren doch noch gar nicht am Tatort. Wie kann sie wissen, dass die Person weiblich ist? Na, ich bin ja froh, wenn wir das hier erledigt haben und dann wieder eine Beförderung bekommen und hoffentlich auch mal was anderes machen können. So, ich überlege mal, ob ich hier was ableiten kann. Aber ich glaube, das wird nichts. Nee, dann reise ich mal zum Tatort. So, schon wieder eine Seniorin. Maya Bauer, was ist hier los? So, erstmal schauen, wo wir überhaupt sind. Ah, in dieser schmucken Gegend hier. Na dann. Dann schauen wir doch mal. Ich drücke mal eben kurz auf Pause. Wen haben wir denn hier so? Natürlich James Sunderland. Das war ja klar. Heather Mason. Gut, also wenn die Silent Hill Charaktere und Max Gruber, wenn die Silent Hill Charaktere involviert sind, dann kann es sich nur um einen tragischen Mord handeln. Okay,
Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, Hinweise zu sammeln. Beweisfoto machen müssen wir sowieso. Sag mal, Julie. Florian ist traurig. Ach, dem ist das doch egal, dass da wieder einer gestorben ist. Wo kommt denn wieder dieses Geräusch her? Ach, ich glaube, das kommt jetzt aus dem Fernseher, ne? Hört es sich wieder so alienmäßig an. So, Beweismaterial sicherstellen. Oh oh. Oh oh. Hä, was geht denn mit ihm? Warum mag er uns nicht? Weil wir einfach reinkommen, oder was? Sag mal, ich bin hier Polizistin, also bitte. Also bitte. Brauchst mich hier nicht blöd anmachen. Erzählen Sie mir mal lieber, was passiert ist. Ach so, ja, so groß war er. Und schon ist er verspielt. Gerade noch traurig. Aber ihm wurde das Herz gebrochen. Oh Gott, es tut mir leid. So, da haben wir noch was. Können Beweisfoto machen. Das Beweismaterial sicherstellen. Julie, ganz so offen zu quatschen. Ich weiß, du brauchst ein bisschen Spaß, aber. Eigentlich sollte sie ja das hier fotografieren. Julie? Was ist damit? Okay, das haben wir angeblich schon. Denn das hier. Beweismaterial sicherstellen und ein Foto machen. Leute, eure Mikrowelle ist kaputt. Das ist nicht gut. Da sollte sich vielleicht jemand drum kümmern. Was ist das denn hier am Schrank? Ach so, das ist einfach so. So, zur Polizeiwache zurückkehren? Nein, weiteren Zeugenberichte aufnehmen. Sag mal, das war's dann hier schon, oder was? Und die tummeln sich alle hier oben und verhören den Sunderland. Hier ist doch noch was kaputt. Hier. Was ist denn da los? PC kaputt? Krass, was ist hier passiert? Oh, Moment. Pauline ist mit der Schule fertig, zufriedenstellende Leistung erbracht. Aber die Landgrab-Grundschullehrer sind der Meinung, dass sie sich mit ein wenig zusätzlicher Arbeit schnell verbessern könnte. Landgrab-Grundschule? Ist es deren Ernst? Das war doch der Pedo, der bei uns beim Haus vorbeigelaufen ist. Denen gehört die Schule? Ja, Mr. Sunderland, ich danke Ihnen dann für Ihre Hilfe. Ich muss auch mal gucken, ob wir hier noch einen Zeugen finden. Haben wir noch einen? Nein, okay. Ich dachte, wir haben noch eine Etage. Dann muss ich wohl die Heather Mason in der Badewanne stören. Die ist gar nicht mehr in der Badewanne. Wo ist die denn? Draußen ist auch niemand. Die war doch gerade noch hier. Ach, da draußen steht sie. Zeugenbericht aufnehmen. Und die Bella Grusel? Ob die wohl was weiß oder läuft die hier nur zufällig vorbei? Die läuft nur zufällig vorbei. Aber die Heather Mason, die weiß doch irgendwas. So. Erzählen Sie bitte. Ach, so groß und da vorne. Gut, das reicht schon. Tschüss. Das ist immer so toll, diese Verdachtsperson verhören, ne? Ich habe immer das Gefühl, das bringt gar nichts. James hat von seinen Beobachtungen berichtet. Dankeschön, James. Das ist sehr nett von dir. Und wir gehen zurück zur Polizeiwache. Ja, ich möchte zurück. Na, das war ja jetzt ein bisschen erfolgreich. Du hast Hunger. Ach, du hattest jetzt Spaß, weil sie da so ein bisschen Fernsehen geschaut hat? Ja gut, okay. Sag bloß, einer hat das Analysegerät repariert. Was? Das hat echt jemand gemacht? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sonst sind die ja hier nicht so arbeitswütig, sodass das jemand freiwillig macht. Den Zeugenbericht, Tatortfotos, ja, ich denke, das ist ja eigentlich immer egal. Oh, Analyse habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ah ja, verlernt habe ich es bestimmt nicht. So, du sitzt da immer noch, hier ist gerade nichts los. Oh, Heather Mason kommt. Hat wahrscheinlich was vergessen, was sie uns noch unbedingt mitteilen will. Was ist da los? Wieder nichts, ne? Keiner trainiert. Ganz ehrlich, das sind so faule Polizisten. Da haben die da oben so einen großen Trainingsbereich und nie geht einer trainieren. Ja, ich hab's gleich. Was ist das denn? Ist das Mr. Burns oder was? Das habe ich ja noch nie gesehen.
das habe ich ja echt noch nie gesehen. Was war das? So, die Analyse war erfolgreich. Okay. Und wir müssen auch heute nicht länger bleiben. Das ist schön. Sagt mal, sind die Leute irgendwie alle irre geworden? Jetzt, wo wir schon so lange nicht mehr da waren? Ein Schlammbad nehmen, ja, das hattest du ja letztens erst. Die sind auch total bekloppt, die beiden. Mhm. Gut machst du das. Sehr schön. Ach, du bist schon fertig mit dem Abgleichen? Ja, dann, weißt du was? Hunger. Wie viel Zeit hast du noch? 43 Minuten. Ganz ehrlich, da kannst du besser in der kurzen Zeit. Was machst du? Chat. Ja, dann chatte ein bisschen. Ist auch in Ordnung. Das ist auch okay. Vielleicht findest du tolle Freunde im Internet. Oder vielleicht triffst du zufällig auf den Felix Pauls, mit dem ich immer noch gerne ein Date hätte. Ich werde es wieder versuchen. Vielleicht heute Abend. Bah. Also heute Abend im Sinne von, wenn wir gleich zu Hause sind. Ich möchte unbedingt ein Date mit dem, ich möchte eine Verabredung und ich möchte, dass der mein letzter und achter Freund wird. Und dann kann ich zufrieden sterben. Na, dann bin ich erstmal gespannt, was dann kommt. Zufriedenheit, 7700. Belohnungsstore, könnten wir eigentlich auch mal reinschauen, da machen wir voll selten. Eben gucken, sofortige Hygiene, Glückstrank, Inspiration, Blitzputzer. Räumen viel schneller auf, großartige Erzählerin. Weil wir haben nämlich echt so viele Punkte und wir nutzen das nie. Stets willkommen zu sein bedeutet, dass der Sim sich in den Häusern anderer wie zu Hause benimmt, was den Hausbesitzer gar nicht stört, okay? Insta groß, um dir selbst mehr Umfang zu verleihen. Insta schlank, Blitzleserin, Frühaufsteherin. Mentorin, mal eben schauen. Wenn Mentoren in bestimmten Fähigkeiten Level 10 erreicht haben, wird die Interaktion Unterrichten freigeschaltet. Oh, ach, das ist ja cool. Herd- und Grillprofi, Jugendtrank. Trinke das, um deinen Sim zu verjüngen. Wisst ihr was? Wie teuer ist denn sowas? 1500. Das machen wir mit der Julia. Ich hoffe, bei ihr kann ich dann auch diesen Trank auswählen, denn sie ist ja im Gegensatz zu den anderen, ist Julia ja eine Erwachsene. Wir haben ja ihren Geburtstag gefeiert, aus Versehen. Und dann ist sie gealtert. Ich glaube, dann werde ich das mal machen, ne? Dass sie wieder jünger wird. Ja, ich bin unzufrieden. Aber jetzt ist ja Feierabend. Juhu, fantastische Arbeit geleistet. Sehr schön. Mal wieder kein Ton. Warum? Ah, doch. Sound ist da. Sehr gut. So, Julia ist noch bei der Arbeit. Wie lange denn noch? Bis 19 Uhr, okay, dann kommt sie gleich wieder, das ist gut, weil dann werde ich das nämlich direkt machen mit dem Verjüngungstrank, sonst vergesse ich das wieder. Was macht Pauline? Pauline macht was mit Papa. Papa und Pauline plaudern. What's up? Yips. Oh, Ronny. Ja, Hauptsache du lachst, ne? Ach, Pauline lacht auch und hat Spaß, das ist schön. Ronny könnte eigentlich mal wieder ein bisschen angeln. Was hat er jetzt vor? Fernsehen schauen? Den Alien-Kanal. Energie. Hunger. Was? Moment, hier ist doch gerade wieder was kaputt gegangen. Ich hab's doch genau gehört. Was war das? Was war das? Da kam doch gerade wieder dieses Düdüdüm. Oder habe ich mir das eingebildet? Na, vermutlich habe ich es mir eingebildet. Ja, Ronny. Weißt du was? Ich bin dafür, dass du noch mal ein bisschen angeln gehst. Was ist denn Wasser untersuchen? Was ist Wasser untersuchen? Ronny, der Wasserexperte, oder was? Wasser untersuchen? Moment mal. Die meisten Fische hier fressen beinahe alles. Ach so, solange es organisch ist, beißen sie zu. Ja, dann kannst du auch mit Köder angeln. Wie wäre es? Küssender Gurami. Komm, wir angeln mal mit dem. In der Hoffnung, dass wir da etwas Tolles finden. Du ziehst dich jetzt erstmal um, Madame. Alltagskleidung. Ich mag das nämlich nicht, wenn ihr hier immer in euren Arbeitsklamotten rumrennt. Und dann schauen wir mal. Neues Bestreben? Nein. So, sofortige Hygiene. Wie hieß das? Jungtrank. Okay, gut.
Machen wir einfach mal. Sie hat ja zum Glück ein bisschen mehr Punkte. Was ist denn das Teuerste? Das würde mich mal interessieren. Profi-Faulenzerinnen haben keine Angst davor, zurückgestuft oder entlassen zu werden. Aha. Niemals erschöpft, brauchen weniger Schlaf. Okay. Bitte? Die Pflanzen im Garten von Sims mit einem mega grünen Daumen strotzen nur so vor Gesundheit. Leute, wollen wir uns das holen? 4000 Simoleons. Okay. Ich habe mal irgendwann in den Kommentaren von euch gelesen, dass einige meinten, ich soll diese Sachen nicht nehmen. Weil, ich weiß gar nicht mehr warum, vielleicht weil es dann langweilig wird oder so. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch kein Cheaten oder so. Das ist ja wirklich vom Spiel so gemacht. Von daher würde ich das hier zumindest total gerne nehmen. Die strotzen nur so vor Gesundheit. Das ist genau das, was wir eigentlich brauchen. Und die Pflanzen kosten super viel Arbeit. Das lösen wir auch ein. Komm, ganz ehrlich, das brauchen wir unbedingt. Was ist das jetzt? Rosenparfüm? Nein, was ist das denn? Schwärmerei in Blau? Erfreue dich, bitte? Erfreue dich an Pflanzen auf Zellenebene, wo sie blau sind? Und als Kunst, wo sie kein Wasser... Was? Das ist ja schön. Pass mal auf. Können wir das nicht oben aufhängen? Ja, ich weiß, wir machen die Galerie hier bald. Aber ich wollte das nur schon mal hinpacken, damit ich es nicht vergesse. So, jetzt kommen aber die Tränke, die sehr wichtig sind. Was ist das? Das ist der Jungtrank. Den trinken wir. Und danach... Hä? Haben wir jetzt keinen grünen Daumentrank gekriegt? Irgendwie habe ich das nicht so verstanden. Ganz offensichtlich habe ich es nicht verstanden. Das ist der Jungtrank. Aquarium. Was ist das? Ach so, das ist unser Ray Frost. Das ist eine Schatzkarte. Oder passiert das jetzt automatisch? Und was hat das mit dem Ding hier zu tun? Moment mal. Schwärmerreiten blau. Du hast keinen grünen Daumen. Das macht nichts. Erfreue dich an Pflanzen auf Zellebene, wo sie blau sind. Und als Kunst, wo sie kein Wasser, kein Sonnenlicht und keine Motivationsreden von wegen, bitte verlass mich nicht benötigen. Was? Ich habe keine Ahnung. Ich hau mir jetzt den Verjüngungstrank rein und dann... Ja, da lass es schon, ne? Wo nimmst du den Trank? Aha. Setzt du dich jetzt hin, um den Trank zu nehmen? Das war's? Das war's? Wie unspektakulär kann ein Verjüngungstrank sein? Und sie ist trotzdem noch eine Erwachsene und keine junge Erwachsene. Was? Was ist da los? Hä? Sie sagt auch schon, hä? Was geht da ab? Jetzt will sie nach oben. Gut, Leute. Ich werde jetzt erstmal die Folge beenden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ne, Pauline? Kleines Monster. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.